Danke für deinen Follow, Kunstpause-Excel. Scheinbar hat der bärtige Kerl irgendwas richtig gemacht. In der Hoffnung, dass sich das wiederholt, mach es dir doch einfach bequem. Ich würde nie was mit Blasen schleiben. Schleiben, schreiben. Ich muss das auch noch weiter spielen, aber so wenig Zeit. Ja, so viel Sand, so wenig Förmchen. Habt ihr schon den Stuhl gesehen? Ein heiliger Stuhl. Von Prinzessin. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe mich übelst gefreut. Wir haben gesagt, wir schenken uns nichts und dann kam das dabei rum. Und Kunstpause, Axel, vielen lieben Dank für deinen Follow. Kreis, wo? Vielleicht bastle ich noch so einen Heiligenschein drumrum. Wenn Quali drauf sitzt oder so. So. Wo war ich? Hier. Also wir sind mittlerweile bei... Ich habe jetzt mein Schiff aufgewertet. Und mein Reißbrett aufgewertet. Yashi und ich schenken uns auch schon nichts seit Jahren. Immer so im Wert zwischen 20 und 60 Euro. Ja, wegen Prinzessinnen und anderem Frauenvolk sagt es, gibt nichts geschenkt. So, Dengelmaus, ich muss ins Bett. Die Arbeit will morgen wieder getan werden. Yashi, vielen lieben Dank, dass du noch mit rüber geredet bist. Ich knuddel für dich auch nochmal Katze. Wichtig. Katze knuddeln. Hab eine gute Nacht. Ich werde, glaube ich, morgen dein Rezept vom Sonntag nachkochen. Deswegen schon mal danke dafür. Und dir eine gute Nacht. Träum süß von sauren Gurken. Angenehmes Flohbeißen und zu kurze Arme zum Kratzen. Ciao. So. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich muss den Webstuhl bauen. Das ist die nächste Herausforderung. Gute Nacht, ihr geilen Menschen, Radinlove. Gute Nacht, du geiles Yashi. So, Webstuhl. Die Kinder haben die ganze Bolo aufgefuttert. Mag auch noch was haben. Hm. Ah, jetzt habe ich mehr Platz. Ich habe mehr Platz. Geil. Webstuhl. Oh, ich kann ihn bauen. Sehr cool. Sägewerk. Und eine Gießerei. Okay. Ich sollte jetzt aber Sachen umbauen. Weil ich will dich bewegen. Weil vielleicht sollte der Webstuhl in der Nähe von... Passt das Chalet da in die Mitte? Das würde in die Mitte passen. Okay. So, warte mal. Während sie schläft. Das fällt überhaupt nicht auf. So, wo ist denn der Webstuhl? Wie groß ist denn der? Der ist so groß. 1, 2, 3, 4. Warte mal, wie groß ist das Ding? Wie viel Abstand ist hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zu viel. 1, 2, 3. Mann! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Wie breit ist das? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Es passt nicht nebeneinander. Ich könnte natürlich auch... Das ist die Idee. Das ist die Idee. Das mache ich. So mache ich das. So. Bearbeiten. Die Kombüse kommt jetzt nach unten. Und das Chalet kommt hier hin. Wobei, ich kann es natürlich höher setzen. Schaut alles ein bisschen vogelwild aus, aber das macht nichts. Nee. Man sollte schon angrenzend bauen. Ich kann auch die Gästehütte verschieben. Vielleicht so. Und die Kombüse kommt hier unten hin. Könnte ich aber vielleicht den Garten verschieben. Mein Gott, du kommst vom Hundertsten des Tausendsten. So vielleicht. Ja, so lassen wir das mal. SimCity 69. Nice.
Tetris-Edition. Wo ist mein Zimmer? Ja. Und da müssen wir mal drüber reden. Macht es Sinn, ganz hoch zu bauen wegen diesen Stürmen? Das gefällt mir jetzt so. Oder setze ich den Webstuhl hier dazwischen? Oder ich stelle... Warte mal. Ich kann natürlich auch... Damit sie ihre Ruhe hat, das so machen. So vielleicht. Ich möchte ein Zimmer mit dem Ranch-Panda teilen. Sehr gut. Jetzt könnte aber die Kombüse da dazwischen. So. So vielleicht. Gott, wie lange ich hier schon gebaut habe. Aufstehen, Betten machen. Ich werde auf diesem Schiff noch verrückt. Warum? Ich habe nichts zu tun. Stecke voller ungenutzter Energie. Muss an irgendwas herumwerkeln. Ja, platsch auf deinen Bauch rum. Würdest du mir einen Gefallen tun? Du warst schon immer meine Lieblingsnichte, das weißt du doch. Ich brauche einen Ort, an dem ich meine Energie bündeln kann. In einem Sägewerk. Ja. Mir fehlen nur ein paar wichtige Komponenten dafür. Materialien. Die findest du sicher auf den Inseln in der Umgebung. Verlasse mich auf deine Hilfe. Du möchtest doch sicher nicht, dass dein alter Onkel auf Deck schlafen muss, oder? Ist gut. So, der Webstuhl. Dieser Webstuhl sieht fantastisch aus. Lass dich nicht davon einschüchtern, er ist vollkommen einsatzfähig. Zeig dir, wie er funktioniert. Du legst Fasern hinein und kannst herumspinnen. Achte nur darauf, dass du dein Ziel triffst. Minigames. Wenn du die Markierungsnadel triffst, erhältst du sogar etwas mehr Faden. Siehst du? Ein Kinderspiel. Versuch es selbst. Nimm diese Fasern. Okay. Zeig mal her. So. Flop. Okay. Ist jetzt ja mal nicht so schwer. Ey, wenn du da 50 Fasern reinlässt, musst du das 50 Mal machen. Na gut. War schon ultra knuffig. Und ich glaube, wenn Gwen gut drauf ist, macht die das nämlich automatisch. Habe ich vorhin gelesen. Okay, gute Arbeit. Es ist gar nicht so schwer. Die Maschine erledigt die ganze Arbeit. Du musst einfach nur den richtigen Rhythmus finden. Deshalb wirkt es auch so beruhigend. Der Rhythmus, die Geräusche, das Gefühl. Wundervoll. Befriedigend. Ich kenne etwas anderes, wo Rhythmus, Geräusche und Gefühl sehr befriedigend sein können. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du den Webstuhl nicht verwendest, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen daran arbeiten. Mach dir keine Sorgen, ich komme schon klar. Sehr gut. Essen kocht über. Gedünstetes Schalentier. Okay. Wahrscheinlich ist Jakobsmuschel größeres gedünstetes Schalentier. Hast du kurz Zeit? So. Ja, du hast Hunger, ne? Ja, du hast Hunger. Also Umarmung geht erstmal klar. Und dann kriegst du was zu essen. Du hattest zuletzt, glaube ich, Popcorn. Mit Rhythmus und Gefühl wedelt man gerne an der Palme. Das klingt dann so. Fat 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 fat
So, hast du kurz Zeit, Stella? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin in letzter Zeit sehr müde. Ich fürchte, es wirkt sich auf meine geistige und seelische Verfassung aus. Ah, sie will auch ein eigenes Haus. Okay. Nichts Ausgefallenes, nur ein Ort zum Schlafen und Meditieren. Mit üppiger Bepflanzung vielleicht. Oh, und ein paar natürliche Steine wären famos. Das wäre wundervoll. Okay, Summers Zufluchtsort. Sehr schönes Gedicht, Suri. Sehr schönes Gedicht. Keimling, ja, ja. Okay, da brauche ich Planken, nein, Eichenbretter und Kalkstein. Du hast dein Schiff verbessert. Hm, das ist seltsam. Verrat Albert nichts, aber er hat ein paar Bolzen nicht ganz festgedreht. Wahrscheinlich hat er einfach nur viel um die Ohren. Aber das werden wir gleich haben. Oh, wow! Was für eine angenehme Überraschung. Lass mal sehen. Junge, das Schiff verfügt über ein paar tolle Extras. Zum einen kannst du ab sofort behütet reisen, ohne dich vor den Gefahren der See fürchten zu müssen. Wenn du mit deiner Karte interagierst, kannst du einfach den Modus für sicheres Reisen aktivieren. Okay, cool. Antrieb wurde aufgemöbelt. Mehrere Zielorte auswählen, ziemlich praktisch. Setz einfach Kurs und entspann dich. Größer bietet mir mehr Platz. Nice. Halt, bleib mal da. Ich muss gucken, wie es dir geht. Bleib mal stehen. Ja, du hast nämlich Hunger, das war mir nämlich klar. Kalmarspieß habe ich ihm schon gegeben. Was ist denn mit gedünsteten Schalentieren? Die Bewirtung ist hervorragend, sehr gut. Bekomme ich auch einen Platz auf deinem Schiff? Dazu müsstest du erstmal sterben. Bekommen wir hin. Bekommen wir alle hin. So, die geht schon mal besser, sehr gut. So, und wo ist Schlange? Schlange ist da. Hat Schlange Hunger? Wurde umarmt? Okay, das geht. Läuft. Halt, da ist Kaffee fertig. Kaffee, Mais, Flachs. Machen wir mal Flachs. Flachsen machen. Wollen wir mal Flachsen machen hier? Aber Zerbi, gefällt mir auf jeden Fall, dass du sagst, du willst das Spiel auch nochmal weiterspielen. Alter, du hast hier so viel zu tun. Okay, das ist auch nur gedünstete Schalentiere. Was ist mit den Tigergarnelen? Oh. Mein Magen knurrt. Ja, hab ich. Ich hab hier doch gegartes Obst. Eine süße Schwachstelle. Oh, geil. Ich glaube, ich habe ihr Lieblingsessen. Nachtisch mag sie. Du könntest Tintenfisch kochen. Habe ich schon. Ich muss dir was sagen. Bin schon vor längerer Zeit darauf gestoßen und bisher schien es mir nicht so wichtig. Halt dich fest. Erinnerst du dich an das Herrenhaus meiner Eltern am See? Das mag merkwürdig klingen, aber es ist hier ganz in der Nähe. Ja, ich weiß. Das wirft einige Fragen zu dieser Welt auf. Ich muss zugeben, dass ich bewusst versucht habe, nicht daran zu denken. Aber ich kann es kaum noch ignorieren. Ah, ihre Reise ist fertig. Ich habe viel Zeit hier mit dir verbracht und glaube, dass ich für diese Herausforderung bereit bin. Dort erwarten mich vermutlich nur Bedauern und Sorgen, aber es ist einen Versuch wert.
Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Bin bereit, wann immer du möchtest. Ist die Frage. So. Villa Maggiore. Wo ist Villa Maggiore? Da ist Villa Maggiore, okay. Ah, hier ist Francis, okay. Was hat's mit diesen Bus-Symbolen auf sich? Ich habe jetzt aber kein neues Gebiet aufgemacht, ne? Ne, wir könnten hier nochmal Schimmer einsammeln. Quallenphase 3. Nein. Stopp. Wegpunkt setzen und dann in das Unwetter reinfahren. Und dann dahin und dann dahin. Ah, es gehen nur drei. Okay. Genau, was sind eure Abendrituale, ohne die ihr nicht ins Bett gehen könnt? Abends duschen, ich bin so ein Morgendusche. Ich glaube, abends wäre das nichts für mich. Eine leere Flasche. Garnelencocktail. Okay. Ich glaube, der Kalmar war nur... Fischkopffüße. Ich glaube, den Kalmar habe ich noch gar nicht. Oh Gott. Zerbius, tut mir leid. Eine rauchen und Podcast hören. Hm? Ich habe in der Regel abends immer irgendeinen Stream auf dem Laptop laufen. Ich habe einen Shutdown-Timer drinne. Irgendjemand will was von mir. Und ein Kabeljau. Du hast gerade eine Flasche aus dem Meer gefischt. Das ist kein Müll. Darin könnte sich wer weiß was befinden. Ein kleines Schiff, alter Wein, eine Babykrabbe. Könnte schon auch Müll sein. Mach sie auf. Grüße aus Furugawa. Erlebe die Wunder des majestätischen Eichenwaldes. Ah, Eichenbäume. Sowie die Friedlichkeit der prachtvollen Reisfelder. Jetzt in den Gurenu-Feldern verfügbar. Die Quallen sind wieder da. Ja. Quallen fangen. Kommt mal her, ihr! Essen ist fertig.
Herr Glimmer. Ja, das ist zu hoch. Da oben komme ich nicht hin. Aber die müsste ich einfangen können. Hüpf! Na, läuft doch. Krieg ich alles hin? Krieg ich alles hin? Das müsste es gewesen sein, wenn die jetzt durch sind. Vielleicht kriege ich noch einen. Komm. Komm schon. Ah, schade. War's das schon? Nein, war's noch nicht. Jetzt war's das. Ah, und sie schlafen. Oh, die müssen alle gegossen werden. Eieieiei. Schlimm, 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 schlimm. Gewässert und Essen ist fertig. Was kommt aus dem Kalmar raus? Ach, Kalmar spießt. Doch, ich hab schon gekocht. Kleine Fischmahlzeiten bauen. Können wir jetzt weiterfahren? Achso, es ist zu dunkel zum Navigieren. Dann gehen wir halt ins Bett. Ding, ding. Morgen! Aufstehen, Bett machen. Wie geht's dir? Na, nicht da drinnen verstecken. Aber das Essen ist gleich durch. Sprach er und wartet noch eine Minute. Ding! Kaffee kochen ist wichtig. Ich will auch so magische Topflappen haben. So, Gemüse dünsten. Ja, Blitze fangen. So, die Frage ist, wo? Zu langsam. Razzopaltuff. Ah, da war ich zu langsam. Auch ein Blitzlein gefangen. Wie er abgeht da unten mit seiner Flöte. Rums und Rums.
Na? Das ist aber gut. War's das? Und das Gewitter ist durch. Ja.